Hallo Menschen, ich möchte heute drei sehr kurze Bücher von japanischen Autoren rezensieren, die alle eher zufällig zu mir gekommen sind. Also das eine war ein elektronisches Leseexemplar über die Arbeit und die bekommen wir quasi immer unangefragt zugeschickt, ganz viele, also prinzipiell auch welche, die wir gar nicht wollen. Und zwei waren Geschenke noch zu meinem Geburtstag. Und so sehr ich kurze Bücher theoretisch liebe, muss ich leider bei allen dreien hier sagen, dass sie meiner Meinung nach so ein bisschen etwas vermissen lassen. Also sie waren auf gar keinen Fall schlecht, aber die blöde Kritik lautet, sie waren zu kurz. Ich habe mir von allen etwas mehr gewünscht, aber ich werde sie euch jetzt der Reihe nach vorstellen. Das erste ist Die Ladenhüterin von Sayaka Murata oder Murata. Ich bin mir leider mit der Betonung japanischer Namen noch nicht so sicher, aber das werde ich auch irgendwann nochmal lernen. Und hier geht es um eine 36-jährige Frau, die noch immer nur als Teilzeitkraft in einem Konbini arbeitet. Das sind diese meist 24 Stunden geöffneten Convenience Stores. Und sie ist schon ein sehr spezieller Mensch, findet einfach auch sehr, sehr schlecht Anschluss. Es gibt ja dieses Beispiel aus ihrer Kindheit, was sie eigentlich ganz gut wiedergibt. Und zwar findet sie da im Sandkasten ein totes Vögelchen und bringt es ihrer Mutter. Und die ist auch gleich so, ach Gott, nein, das arme Vögelchen. Und sagt dann, wollen wir es begraben, sagte sie und strich mir dabei liebevoll übers Haar. Lieber essen, sagte ich. Wie bitte? Papa mag doch Hähnchenspieße so gern. Und etwas weiter unten auf derselben Seite, tut dir der kleine Vogel nicht leid? Wieso? Der ist doch tot. Und man merkt halt, dass sie im Zwischenmenschlichen oft aufgeschmissen ist, aber dann endlich in diesem Konbini quasi so ihren Platz in der Welt gefunden hat, wo sie so tun kann, als würde sie dazugehören, als sei sie quasi normal, wenn man das halt so ausdrücken will. Dabei hangelt sie sich eben so ein paar Floskeln in diesem Konbini entlang oder kopiert auch Verhaltensweisen und sogar so den Kleidungsstil ihrer Kolleginnen. Aber außerhalb des Geschäftes ist sie halt quasi ohne ein Anleitungsbuch ziemlich aufgeschmissen. Dazu ein zweites Zitat. Zum ersten Mal war es mir gelungen, am normalen Leben teilzunehmen. Als wäre ich gerade erst geboren worden. Mein erster Tag im Konbini war mein Geburtstag als normales Mitglied der Gesellschaft. Dabei ist ihr selbst eigentlich alles egal. Also sie hat keine starken Gefühlsäußerungen, weder ins Positive noch Negative. Ist auch nicht so, dass sie ihr Leben hasst, sondern sie möchte eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Sie möchte keine Schwierigkeiten kriegen und hat deswegen das Bedürfnis, sich anzupassen. Also es ist auch nicht so, dass sie irgendwie direkt beliebt sein will, sondern sie möchte in Ruhe gelassen werden, könnte man sagen. Ich fand den Anfang dieses Buches ganz, ganz stark. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das durchaus so ein bisschen kenne. Also bei ihr ist es natürlich etwas extremer, aber am Anfang im Buchhandel war ich so, so schüchtern. Und ich habe mich auch eben an diesen Floskeln so entlang gehangelt. Man sagt ja auch erstmal guten Tag und also wenn man an der Kasse steht, ist ja sowieso eigentlich alles ganz einfach, da kommt man nicht großartig ins Gespräch. Und selbst danach habe ich noch so ein bisschen Verhaltensweisen meiner Kollegen oder kopiert, kann man vielleicht sagen. Also natürlich nicht, um ein Teil der Gesellschaft zu werden, aber ich habe so geguckt, was kommt bei denen gut an, wie formulieren die Dinge. Und ich habe das ähnlich gemacht wie bei ihr. Und auch wenn es bei ihr natürlich noch ein ganzes Stück krasser ist, kann man irgendwie verstehen, was für ein Mensch sie ist und wie sie quasi ihr Leben eingerichtet hat und warum der Konbini so wichtig ist. Warum das wirklich eigentlich so das Zentrum ihres Lebens ist, weil sie dadurch so ein bisschen an der Gesellschaft teilnehmen kann, kann man vielleicht sagen. Und natürlich entstehen so durch ihren speziellen Blick auf die Welt und auf das Miteinander ein paar amüsante Dialoge und ich mag tatsächlich einfach Außenseiterrollen. Also es geht natürlich sehr, sehr viel so ein bisschen um Anpassung im Gegensatz zum wahren Ich, auch um gesellschaftlichen Druck und natürlich ist es irgendwie sehr traurig, dass sie überhaupt das Gefühl hat, sich anpassen zu müssen. Also vielleicht hätte sie auch einen anderen Weg finden können, aber sie hat halt das Bedürfnis, so zu sein wie alle anderen, damit sie in Ruhe gelassen wird. Dann gibt es in diesem Buch allerdings eine Veränderung in ihren Lebensumständen, das ist jetzt kein Spoiler oder so. Und der wird auch damit, oder die wird versucht damit zu erklären, dass sie sich eben anpassen möchte, um keine Schwierigkeiten zu bekommen. Und das erschien mir leider nicht logisch. Also selbst wenn sie eben anders ist als andere, ist das einfach fern jeglicher Begründung. Beziehungsweise man muss sagen, sie hätte einfach nur mal so einen Schritt weiter denken müssen, dann wäre ja auch schon aufgefallen, dass das wenig Sinn ergibt. Und sie ist ja eigentlich sogar ein sehr, sehr pragmatisch, logisch denkender Mensch. Also sie wird jetzt irgendwie nicht angetrieben von irgendeiner kleinen Gefühlswallung, sondern sie denkt Dinge eben eigentlich zu Ende. Und das hat sie halt in dem Moment leider nicht getan. Und das, ich habe immer ein bisschen Problem damit, wenn Dinge also so leicht absurd sein sollen. Wisst ihr, wenn es so richtig absurd sein soll, okay, dann kann man das ja richtig durchziehen. Also um ein Beispiel zu nennen, ich finde halt, dass die Vegetarierin von Han Kang, die wird ja zunehmend auch absurd. Da denkt man sich auch, ja gut, das hat ja jetzt nichts mehr mit der Realität zu tun, aber dadurch, dass es so absurd ist, ergibt es schon wieder mehr Sinn, finde ich. Aber solange das Ganze halt noch sehr, sehr realistisch sonst so ist, so eine kleine Entscheidung, die keinen Sinn ergibt, das stößt mich immer so ein bisschen sauer auf. Dazu kommt auch noch, dass dann ein extrem unsympathischer Mensch eine Rolle spielt. Also wirklich, das ist so ein ganz typischer Fall von
Wenn der irgendwie in meinem Leben auftauchen würde, dann würde ich alles daran setzen, dass ich den nie wieder treffe. Mein größtes Problem an der Geschichte ist aber, dass ich das Ende tatsächlich viel, viel, viel zu abrupt finde. Das ist ein ganz typischer Fall von, war's das jetzt? Kommt jetzt wirklich nichts mehr? Und da muss ich sagen, dass ich inhaltlich das Ende, also die Entscheidung, die sie dann trifft, was da so passiert, das finde ich toll. Das passt zu ihr und das war großartig, fand ich auch sehr konsequent oder so. Aber es war so ein ganz typischer Fall von Bäm, ich klatsche euch jetzt noch was hin und dann bin ich weg, so als Autorin quasi gesagt. Und dann möchte ich auch nochmal so diese etwas typische Frage ansprechen, dieses, was wollte mir die Autorin damit eigentlich sagen? Denn es ist unterschiedlich interpretierbar, ja? Also eine Sache quasi macht sie nicht, da geht sie so ein bisschen ihren eigenen Weg. Ich finde aber trotzdem, dass das Ganze eine gewisse Tendenz hat zu diesem, ja, ich will mich anpassen. Ich will ein Rädchen im Getriebe sein. Und tatsächlich war ich von der Antwort oder so der Lösung quasi ein bisschen irritiert. Also ich meine, ich weiß, oder zumindest kriege ich das so ein bisschen mit durch Blog und so weiter, dass das halt in Japan viel besprochen wird, auch einfach so diese Höflichkeit nach außen, diesen Konformismus. Aber ich hatte wahrscheinlich nicht erwartet, dass uns das Buch eben sowohl inhaltlich als auch dann so mit der Aussage so in der Luft hängen lässt, weil dieses in der Menge verschwinden. Ich weiß nicht, ob ich das so als Ziel akzeptieren kann, aber es ist auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken. Letztlich finde ich aber, dass es halt am Ende, das ist so zu wenig gewesen. Das ist wirklich innerhalb von ein, zwei Seiten, also ich habe es halt als E-Book gelesen, war das abgehandelt und ich finde, jetzt kommt eigentlich sogar nochmal der interessante Teil. So, da ist eine gewisse Sache ist einfach noch nicht gelöst und ich hätte gerne am Ende einfach noch ein bisschen mehr gehabt, vielleicht auch tatsächlich noch mehr so Kritisches oder wo sie ein bisschen in Konflikt gerät mit der Welt, dass einen das nochmal ein bisschen stärker zum Nachdenken anregt, weil so werden quasi die Themen angesprochen, angeschnitten eher und man hat, finde ich, noch nicht genug. Und leider konnte mich auch das zweite Buch nicht ganz überzeugen, ein Klassiker sogar, nämlich Das Ballettmädchen von Mori Ogai. Hier geht es um einen japanischen Studenten, der sich 1888 in Berlin aufhält. Und das folgt sehr, sehr stark dem Leben des Autors, der denselben Weg eben ging und damals ein Stipendium vom Staat bekommen hatte. Und der Protagonist in diesem Buch lernt dann allerdings ein Mädchen eher aus einfacheren Verhältnissen kennen und gleichzeitig bekommt er aber die Chance, im japanischen Staatsdienst aufzusteigen. Mehr möchte ich euch vom Inhalt gar nicht erzählen, denn es ist wirklich ein sehr, sehr kurzes Büchlein. Hier kann man auf jeden Fall sagen, dass es ein interessantes Zeugnis seiner Zeit ist. Also gerade für uns als Deutsche, wie Japaner über Deutschland vielleicht dachten, das ist auch genau die Zeit so, nachdem Japan sich jetzt schon eine Weile dem Westen hin öffnete und trotzdem gab es aber noch viele widerstreitende Stimmen, die es auch nicht gutheißen konnten und dergleichen. Und in dieser Zeit halt so ein bisschen die Gedanken eines jungen Menschen, der quasi in den Westen geht, wenn man das so ausdrücken will, das war schon interessant. Ich muss aber sagen, das ist meiner Meinung nach nicht sehr gut alterte. Ich meine, es ist eben auch 1890 geschrieben und das Verhalten der Leute ist uns einfach sehr, sehr fremd. Zum Beispiel habe ich erst überhaupt durch einen Nebensatz ganz, ganz kurz mitgekriegt, dass das Ballettmädchen-Dasein quasi ein anrüchiges Gewerbe ist. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil Ballettmädchen, was soll da schon groß dabei sein? Aber dass das quasi nochmal ein riesengroßes soziales Gefälle hat, das muss man ja, das muss man erstmal wissen. Also, dass das 1890 noch so war und Ballettmädchen, also sie macht hier wirklich nichts Schlimmes aus unserer heutigen Sicht, aber das hatte ich überhaupt nicht mitgekriegt. Und auch quasi der, so ein bisschen der Auslöser des Ganzen, wie das zustande kommt, das ist eine Verhaltensweise, die heutzutage einfach nicht mehr vorkommen würde, kann man vielleicht sagen. Und ich kann leider auch nicht behaupten, dass jetzt irgendwie total viel Allgemeingültiges drinsteckt. Ich meine, die eigentliche Novelle sind auch wirklich nur 45 Seiten. Das ist nicht viel Platz, um entweder jetzt, sag ich mal, tiefe Charaktere zu entwickeln und zum Beispiel, also die Frauenfigur, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, die kann man eigentlich vergessen. Ich meine, es ist halt vor über 100 Jahren geschrieben, was habe ich erwartet? Aber es ist auch nicht viel Platz, um jetzt irgendwie so total was Essentielles halt zu behandeln. Man muss ja irgendwie erstmal Charaktere, Situationen vorstellen und dann ist die Geschichte eigentlich auch fast schon wieder vorbei. Ich meine, auch hier kann ich sagen, es war gut. Also besonders gefallen hat mir so ein bisschen der Widerspruch zwischen persönlichen Gefühlen und dann der Karriere. Ich möchte euch ein Zitat geben, das ist eigentlich noch, also vor dem großen Ding dieses Buches, sondern beschreibt eher so sein Studiendasein. Da steht hier: Das, was wie Beharrlichkeit und Lerneifer aussah, war Betrug an mir selber und auch an anderen, denn ich war immer nur einer einzigen Straße gefolgt, nämlich der, die mir gewiesen wurde. Und wenn mein Herz nie in Aufruhr geraten war, dann nicht deshalb, weil ich so viel innere Kraft besessen hätte, sondern nur, weil ich mir aus Furcht vor dem schönen Schein meine Hände und Füße in Fesseln geschlagen hatte. Und laut Nachwort ist dieses Buch auch das erste in Ich-Perspektive geschriebene Buch der japanischen Moderne, was ich vorher gar nicht so erwartet hätte. Das heißt, ich kann so ein bisschen den Stellenwert anerkennen, aber so wirklich etwas Großartiges herausnehmen, muss ich zugeben, konnte ich leider nicht. Und was hier hinten die FAZ schreibt, also erst dachte ich nämlich, als ich das las, was ist denn das? Das ist ja voll der Spoiler. Aber ich lese es euch jetzt trotzdem vor, denn es ist nämlich kein Spoiler. Das passiert einfach nicht so, wie sie das hier ausdrücken. Ich lese es euch vor.
Wie Mori Ogai zuletzt Wahnsinn und Tod ineinander zu verweben weiß, macht seine Erzählung wie wenige andere zur regelrechten Offenbarung. Und ich meine, ich weiß, dass man nicht viel drauf geben kann, was hier hinten draufsteht, aber manchmal frage ich mich, ob die Leute überhaupt die Bedeutung der Worte wissen, die sie benutzen. Also eine Offenbarung ist, also sorry, nee, da muss jemand irgendwie noch nie über das menschliche Dasein nachgedacht haben, wenn diese Geschichte eine Offenbarung sein soll. Und auch diese Sache mit Wahnsinn und Tod ist schon sehr, sehr stark übertrieben. Also es war nicht schlecht, aber gerade auch so durch ein paar Sprüche hatte ich einfach etwas vollkommen in eine andere Richtung erwartet. Also Wahnsinn und Tod hatte ich schon wieder Assoziationen von Jekyll und Hyde oder dergleichen oder zumindest irgendwie so ein bisschen was Düstereres. Würde ich behaupten, das kommt hier leider nicht vor. Und das letzte Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist Der Gast im Garten von Takashi Hiraide. Ich hoffe, das war richtig, das habe ich mir nämlich online extra ansagen lassen. Das hier besteht aus 130 Seiten und es geschieht an sich wenig an Handlung. Deswegen hatte ich so die Erwartung, dass man vielleicht dadurch so ein bisschen die Charaktere gut ausbauen und einführen könnte. Allerdings hatte ich wieder hier falsche Erwartungen. Ich lese euch mal den Klappentext vor, da steht: Ein idyllischer Garten wie aus der Zeit gefallen. Ein Paar, dem die Freude abhanden gekommen ist. Und eine scheue Katze, die ihnen die Freude zurückbringt. Und ich weiß, dass es hier nicht steht, aber irgendwie dachte ich vielleicht, dass es zwar schon ausgelöst durch diese Katze, aber trotzdem mehr um das Zwischenmenschliche geht. Also vielleicht hat dieses Paar irgendwie Probleme und sie kommen durch die Katze wieder ins Gespräch miteinander. Und ja, man kann zwar sagen, dass so eine gewisse melancholische Stimmung vorherrscht, also ein Großteil des Buches spielt auch im Sommer und man merkt so ein bisschen diese drückende Hitze und unsere zwei Eheleute sind definitiv keine Frohgemüter, aber die haben eigentlich keine Probleme. Denen geht's gut. Also die haben auch keine Probleme miteinander, die hassen sich nicht. Und dadurch, dass diese Katze in ihr Leben kommt, passiert eigentlich nicht viel, außer dass sie halt füttern und auf sie warten. Und das irgendwie schon alles. Also es herrscht auf jeden Fall eine schöne Stimmung. Ich lese euch mal ein Zitat noch vom relativen Anfang des Buches vor. Da steht: Das erste Mal, als die Katze zusammengerollt auf dem Sofa einschlief, hielt eine tiefe Freude Einzug, als habe das Haus selbst sich diese Szene erträumt. Und ich finde, das klingt toll. Das ist so eine richtig schöne Atmosphäre. Da hat man gleich ein Bild vor Augen. Aber im Endeffekt war es mir wahrscheinlich nicht genug. Also auch aus diesem Buch konnte ich wirklich eigentlich so gar nichts nehmen. Und ich habe durch dieses Buch auch gelernt, dass ich, so gerne ich Katzen auch in echt habe, ich den literarischen Beschreibungen dessen, was Katzen so den lieben langen Tag tun, nicht viel abgewinnen kann. Also da gucke ich mir lieber 10 süße YouTube-Videos an. Und es geht hier halt wirklich nicht so sehr ums Zwischenmenschliche, wie ich mir das irgendwie erhofft hatte. Ist kein schlechtes Buch, aber auch hier lautet so ein bisschen dieses gefürchtete Fazit: ganz nett, ne? Also natürlich ist diese Katze ganz nett und die zwei Eheleute, schon ein bisschen älter, sind auch ganz nett, aber das ist natürlich jetzt irgendwie keine euphorische Empfehlung, wenn man ein Buch mit ganz nett beschreibt. Das heißt, keines der Bücher war schlecht, aber auch wirklich keines brillant und ich kann es euch nicht wirklich ans Herz legen. Aber ich glaube, ihr wisst auch, selbst wenn mich keines dieser drei Bücher gerade vom Hocker gerissen hat, dass ich an Japan sowohl als Land als auch als literarisches Thema weiterhin sehr, sehr interessiert bin und meine Wunschliste ist definitiv voll. Das heißt, die Reise, also literarisch und hoffentlich auch irgendwann in echt, wird auf jeden Fall weitergehen und ich werde euch noch eine Weile mit diesem Thema bombardieren, denke ich. Wie gesagt, es ist schon viel auf der Wunschliste, aber zu Japan könnt ihr mir gerne immer wieder Empfehlungen dalassen, literarische. Falls ihr das schon mal in einem anderen Video geschrieben habt, braucht ihr euch nicht wieder wiederholen. Ich habe alles notiert auf meinen Listen. Aber für heute danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich über Kommentare und Empfehlungen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.